Jo, Leute, SML, letzter Spieltag. Warum ist es eigentlich jetzt schon vorbei? Zum Glück ist schon vorbei, oder? Kappa. Ey, wir hätten so ein paar Spieltage mehr, wir hätten noch Erster werden können. Wer es glaubt. Ja. Unser Team hier haben wir gestern auch schön zusammengebaut und wir gehen jetzt mal durch und stellen sich noch kurz vor, bevor wir dann in den letzten Kampf aus der SML Season 4, 3, keine Ahnung. 5, 98. Ich glaube, Season 4. Ja, auf jeden Was Fall. war das eigentlich der Hingang, ne? Ja, okay, also wir haben hier den Spermanentmarker, die guten Nicknames. Ui, warte. Der. Ja? Was ist das? Warte, ich muss erstmal alle einfügen. So. Stark. Also Ja. wir haben hier den Spermanentmarker, der ist halt cool so. Speed Creeps sind wir, glaube ich, auf irgendwas. Nee, Klassiker. das Auf ist. irgendwas haben wir schon Nee, gespielt zum Glück. wir sind auf das Pumpkin gespeakt, wenn es die XXL-Form hat. Also die super fette irgendwas-Form. Haben Thunderbolt, Giga Drain und Flamethrower, damit treffen wir alles recht gut, außer Scharfax. Und für Scharfax haben wir einen Dragon Tail. Wenn er sich boostet oder so, das fänden wir nicht so cool. Problem hierbei ist, wenn der auf plus 1 ist, dann drückt der EQ und dann sind wir down. Also dürfen wir ihn nicht auf 1, plus 1 kommen lassen. Genau. So, wir haben der Kamalenboy. Du darfst. Schwabenstolz. Mensch, da haben wir richtig innovatives Set, oder? Kappa. Richtig, Mann. Da Double Step, wie halt immer, trifft halt richtig gut. Jawlock ist halt logischerweise für Pumpkin. Stealth Rocks sind Stealth Rocks und Life Orb ist halt Life Orb. Wait, Mensch. Stealthbox ist Stealthbox? Ja. Scheiße. Hab ich immer falsch gespielt. Ne, ja, genau, Alter. Die muss man auch legen. Ja, sollten wir auch. Die haben jetzt nicht so. Oh, haben jetzt nicht so große Weaknesses, aber die haben jetzt auch nicht große Resistances dagegen. Jo, auf jeden Fall, da haben wir auch endlich mal wieder Gene Simmons, das Linun, Gala irgendwie dabei. Und Sache ist, der hat das einzige Mal bei uns im Spiel, was noch keinen Kill hat. Folglich soll er jetzt auch mal einen Kill holen. Dafür dieses Set. Scheißegal, wie schlecht er in dem Matchup ist, wir müssen den mitnehmen. Ja, genau das. Also wirklich alles im Team hat einen Kill geholt. Sogar Bomadam hat einen Kill geholt. Macht euch das mal klar. So, also, wir haben Spiel Knockoff, Body Slam, Punch und Counter. Counter ist für das, also ist mainly für das Pampyro. Wer es hat, mag Punch, ist damit schneller als wir. Aber wenn wir einen Counter drücken, ist der weg. Ich soll auch vielleicht eine andere Ability raufpacken, falls irgendwie geburnt wäre und so, dann so Rasanz wäre schon fett. Und deshalb packe ich erstmal Ja, gerade nie. Pickup brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Doch, Alter, Pickup beste. Ich Oh, wait, hätte jetzt kein oder Pickup. wait, wait, wenn wir Choppyberry verlieren, erstmal random Item aufheben, wäre schon insane so. Genau, Hebt im aber so. Kampf, oder? Hä? If Du this weißt, Pokémon dass has no du. item, it finds one used by an adjacent Pokémon this turn. Die einfach so eine Citrus Ja, aufheben, die der bei Gegner gerade benutzt Adjacent hat. heißt aber Doppelkampf, ne, Bruder? Oh, fuck it. Ich bin behindert. Englisch sitzt. Ja. Lass Knatter nie spielen, dann ist da halt die Chuckleberry auch schon, wenn wir nicht sehr effektiv getroffen werden. Der ist sie da einfach, wenn er schon so, wenn er so Psycho-Move kommt. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall, dann Knock-Off-Spam, Body-Slam ist immer geil. Jo. Wir Dann müssen aufpassen auf das Absol. bester Da wird D-Pick. Komm mal, deine Reihe. Du bist am da, Reihe. bester D-Pick. Das Set, was wir wahrscheinlich schon immer gespielt haben. Okay, nee, warte mal, wir haben Drachentanz. Never mind. Oh lol, warum haben wir den Drachentanz? Drachentanz, Dragon Tail, mein Set, sehe ich. Ja, Fistef, ne? Damit Nee, wir die Sache Schaden ist, nehmen. wir können ja eigentlich recht gut de-dancen gegen die, weil wir fast alles im ganzen Team mit Drain Punch sehr gut hitten können. Einzige Ausnahmen hierbei sind Pumpkin und Pumpkin. Oh ne, und vielleicht noch Pump. Und vielleicht noch Pumpkin, aber das sehe ich eher nicht so. Alle vier Pumpkins. Ja. Ja, für das Ding habe ich nochmal so Toxic. Den wollen wir eigentlich auch schon rausholen, bevor wir mit dem D-Dancen. Können wir zwar auch Toxicen, wenn der irgendwie hier in Hakamo reinkommt, falls wir schon geboostet sind oder so, aber wir wollen eigentlich nicht boosten, bevor das Pumpkin weg ist. Wollte ich boosten wir nie, weil Pumpkin mal als es stirbt. So. Ja. Dann kommt der Fettsack-Nasenkopf. Warte. Nicknames Top Tier. Nasenkopf. Ja. Nessie Blood Sub, Heatwave und Stored Power. Muss ich dazu noch was sagen?
Ja, erklär das mal. Es sieht ziemlich kompliziert aus, vor allem das Bild. Also der Split ist dafür da, dass wir von einem physisch-defensiven Absol nicht 27,6%, sondern nur 27,4% durch eine nicht sehr effektive Attacke erleiden. Jetzt dafür, dass du es noch nicht sehr effektiv gesagt hast. Wenn jetzt irgendwie Saka gekommen wäre, hätte niemand das geglaubt. Ja. Nee, keine Ahnung, wir Ne, sind von der wir. Speed sind wir Ein Punkt Führer. schneller. Wir sind ein Punkt schneller als ein ganz kleines Pumpgen, weil es hat 99 Speed Base. Mensch, toll. Ja, ne? Da haben wir noch Sind wir, die. können wir schneller sein als plus 1 Scharfax? Überlege ich gerade. Boah, das können. Jetzt lassen wir mal kurz nebenbei im Teambuilding umbauen. Klar, den Mindtube machen. Ach klar, Mann. So muss Wie das. heißt denn der? Auf Englisch. Scharfax. Ich bin kacke. Red, ich schau kurz. Ich weiß es auch nicht. Ich schau grad. Fracture. Ah, genau. Der hat auf 67, wenn er jetzt voll. Ah, nee, dann sind, wenn der voll Speed ist, dann sind wir auf keinen Fall schneller. Echt nicht? Nee, 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 da kommt er dann irgendwie auf 370 oder 380. Okay, ja, ich sehe es. Kritisch. Also auf jeden Egal. Fall haben wir hier noch Macro, ist auch halt wieder so typische Supporter Macro, aber halt eben mit Heavy Duty Boots, weil wir die Evolution schon auf unserem Medias haben. Ja. Würde ich sagen, ich habe gerade einen Nickname geschrieben, dann werden wir jetzt gleich mal anrallen. Bist du schon im Account drin oder noch nicht? Ja, Okay, bin nice. ich. So, irgendwie auf Custom-Game. Und starten in den Kampf irgendwie rein. Let's go. So, Ich habe gerade noch mal Cookies noch gebacken, das war ziemlich geil. Haschkekse. Na klar. Wait, for real. Meine Schwester wollte ein bisschen was haben, heißt, ich habe ihr was ins Zimmer gebracht. Die haben mit ihrem Freund telefoniert, ist bei auf Lautsprecher und fragt erstmal, yo, Haschkekse. Du bist Geil. sehr kreativ. Du bist sehr kreativ. Also mal mit Leitung reingehen, wir sind halt schneller als alles. Die haben keinen Papyro dabei. Dickes Rip für den Kill von Leinun. Scheiße. Jo, also Leinun und Palingschatten einfach. Die haben auch nichts mit Defiant. Absol? Warte mal, hat Absol? Absol Was kann hat Absol? Defiant. Absol hat Justified. Ach, Justified war das, Aber okay. kein Defiant. Blub. Was haben sie noch nicht dabei? Wir haben keinen Scharfax dabei, finde ich geil. Ja, finde ich auch sehr geil. Wir haben kein Ditto dabei. Oh ja, stimmt. Lol, wir können uns Wir jetzt einfach. haben Wenn's auf. kein Waggon, kein Wir Noctusca und können kein for Pen. free setupen, ja! Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Mal for real. Ich glaube, wenn Pumpkin weg ist, gehen wir auf plus 2 mit Takamo einfach clean durch. Also, sollen wir mit Gene Simmons So. reingehen? Die haben Rux auf Voluminas oder auf Marowak und Ja. Spin auf Oh wait, dann können wir den eigentlich mit Dreadnought Tänzer. dienen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach mit Dings, mit Lanthorn dienen, um zu Volt switchen. Oder, also ich würde sagen Lanthorn oder die Nase. Ja. Die würde ich sehen, beide. Das Lied. Heißt für uns dann entweder Dean Simmons oder F. Dreadnought. Heffern, so. F. Press F for Respect. F in the Chat. Ja, da sehe ich mich. Dann lass mit Leitung reingehen, oder? Dann kriegt er aber Free Rocks, ne? Auf. Ja, okay. Wenn wir jetzt mit Dreadnought reingehen und mit Lanthorn dienen, kriegen die einen freien Reswitch. Ja, das tun sie. Und dann können wir jetzt noch Knock offen oder so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie mit Land. Ach, hast du es nicht schon irgendwie fünfmal gesagt? Ich kann mir vorstellen, dass sie mit Lanthorn dienen. Habe ich schon mal gesagt, dass sie mit Lantern liegen können? Nee, wiederhol's bitte nochmal für die Fans. Oder Die so. liegen mit Lantern. Also die kriegen auf jeden Fall Free Reswitch. Wir können auch Ja. mit Electros liegen, aber die könnten halt AV-Lantern sein. Ja, wir sind AV Electros, heißt, wir machen den wahrscheinlich mehr Damage als die uns. Weil wir Giga Drain haben. Wollen wir mit Electros liegen, wie immer?
Ja, können wir theoretisch machen. Ist halt schade, dass wir diesmal keine U-Turn haben. Alter, aber. Mensch. Schüler-CC? Ach ne, Schulleck. Ich habe Schüler-CC gelesen, what? Doofkopf. Sind Jo. die schneller, sind die schneller als wir? Ja doch, sind sie. Sollen wir einfach Dragon tailen? Aber ich hätte auch nicht so Bock hätte auf den Toxic auf Electros, ne? Ja, aber irgendjemand anders wird halt trotzdem getoxic dann, ne? Ja, einfach Dragon tailen. Falls sie wie Vor allem switchen. ja auch das Toxic in Lenoon gehen, dann ist er schnell. Wow, der ist zwar sowieso schon schneller als alles, aber. Aber ihr seid halt einfach Dragon Tail, oder? Wenn er raus wie switcht, dann kriegen. Also Sache ist halt, wenn er wie switcht, können wir die halt raus, können wir dann irgendwie rausphasen und wir haben halt gegen fast jedes Mon im gegnerischen Team ein geiles Matchup. Außer vielleicht gegen Lantern. Genau. Ist geil, okay, kein Burn bitte. Naja. Mr. Nasa, Alter. Der Name ist Der es. Hakamo? Name ist. Hakamo, Hakamo und dann Toxicen, oder? Nee, rocken, oder? Hey, was? Also, was hältst du davon, dass wir jetzt den Hakamo-Gegner einfach mal toxen, weil dann werden die eh in Pumpgen gehen. Oder in irgendwas anderes, die werden nicht in deinen Voluminas drin bleiben. Ach so, Hakamo. Wow, warum habe ich die ganze Zeit einen Dreadnought? Was? Hakamo, Dreadnought, fast. Ist das gleiche, oder? Warte, ich guck mal, was ist für ein Land. Das. Wir haben 16% bekommen. Der ist wahrscheinlich nicht. Könnte auf jeden Fall Investment haben. Ja, der wird Investment haben in Spezialangriff, aber nicht allzu viel. Also auf jeden Fall nicht voll, aber der hat definitiv Investment. Ja, also einfach Hakamo jetzt gehen. Ja. Wenn es jetzt in Team kommt, ne? Okay. Stealth Rocks. Okay, Toxen oder Drain Punchen? Wie gesagt, das Ding kann halt Dazzling Team, soweit ich weiß. Oder kann Dazzling, oder? Und mich hat Kacke. Ich meine, dass er das kann. Denkst du? Probopass. Die können halt. Wie, das sind keine Ja, der Sachen. kann Dazzling Gleam theoretisch. Sag ich ja. Aber den Fall würde ich wahrscheinlich killen. Möglich. Probopass. Offensive Stealth Rocker. Ups. Nee, Drain Punch killt ihn auf keinen Fall. Ich nicht. Oh. Wenn der null Investment hat, Dazzling Gleam, der Erstmal macht die der Punkt Gänzen. 57 gegen 7 bis 67. Ne, lass Toxiken, oder? Keine Ja. Ahnung. Wir können auch nochmal Dragon Tailen und gucken. Oder Oder? einfach die Gänzen direkt. Nee. Doch. Toxik, oder? Doch, die Gänzen. Genau. Die Gänzen sind immer der Play. Alter, der kann einfach Ice Heap. Wie setzt Voluminas Ice Heap ein? Oder die anderen Hast du Abschläge? was schon gedrückt, oder? Ja, ich hab schon gedrückt, Toxic. Mr. Nase. Einmal für, wie setzt der Ice Heap ein? Ja, moin. Okay, Drain Punch, go. Jetzt gehen sie raus. Ich würde nochmal Toxic drücken. Oh, die gehen mit V-Switch raus. Können sie auch mal. Aber warum sollten die den Chip nehmen? Eben. Wollen wir nochmal toxen, dann kriegen sie ja keinen Chip, Ja. ne? So ist nicht. Ich würde nochmal Toxic drücken. Hab ich auch. Warum sie. Dann haben sie aber harte Eier, wenn sie jetzt, oder dann haben sie entweder dessen geben oder harte Eier.
muss halt echt sagen, dass ich es halt nicht cool finde, dass wir getoxt sind. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es nicht cool. Alter, jetzt wird er getoxt, der Junge. Lass einfach in Gene Simmons gehen. Wir haben die Chopper Berry, heißt, wir werden auch einen Focus Blast wahrscheinlich tanken. Dann können wir noch offen, free. Ja. Bist du dabei? Oder? Naja, in was wollen wir sonst wechseln, ha? Schon jetzt einfach in Swoobat. Ich sofort, ne? Ja klar. Jo. Swoobat ist immer das Safe Switch. Immer. Ice Beam. Boah, Aua. fuck. Haben wir Knocken, oder? Knocken. Warte. Der Ding hat doch kaum Def, oder? Mr. Rhyme. Der reimt so gut. Ah ja, lol. Wait, Eis. weißt du, was ich jetzt mache? Ich stelle wieder auf Deutsch. Dann haben wir War schon ein wieder bisschen sogar. spät jetzt. Ah. 65, der ist offensiv. Okay. Also zurück noch Kill Knockoff Wahrscheinlich wahrscheinlich, oder? Timid offensiv. Kann auch Chase Scarf sein, theoretisch. Vielleicht ist es ja nicht so cool. Also trotzdem einfach knocken. Ja. Naja, werden wir jetzt rausfinden, ne? Wenn der Choice Graph ist. Erstmal den. Nee, hä? Womit sich mir übersetzt? Ich will es auf Deutsch haben. Das Glaube, Abklopfen. wenn die nicht Choice Graph sind, werden sie. Let's go for Abklopfen. Vielleicht sind ja auch Der wird E-Bait. was. Nee, ich denke mal, der wird Dewey Boot sein. Das kann auch sehr gut sein. Wie du die Boots. Leftovers. Mein Gott. Das Item kenne ich gar nicht. Erstmal Parting Shotten. Jo, wäre ich dabei. Das ist so der Part, bis ich Defiant. In der Ja. 8 fahren. Probo Pass. Hakamo einfach. Wir könnten auch selber Rocks legen Können wir und auch Dings gehen. probieren. Ja, stimmt, können wir eigentlich machen. Aber wenn jetzt ein V-Switch kommt, ist halt Kacke. Wenn wir einen Red Nine gehen. Ja, wenn wir in Dings gehen, in Hakamo, dann geht die halt wieder Mr. Rhyme, wir verlieren. Stimmt, ja. Also, Dreadnought. Go. Das macht ja einfach gar nichts. Das ist ein Der Dings. hat immer noch 80, glaube ich, oder? Nee. Übrigens, Fünfundsiebzig. wusstest du schon, unser Swoobait die Attacke unangenehmes Handeln benutzt? Ja, der handelt auch, macht auch unangenehmes Handeln. Aber for real, wir müssen halt einmal setupen hinterm Sub und sind durch, ne? Ja, mal gucken, ob wir es auch hinkriegen. Ich wüsste jetzt mal nebenbei sehr gerne, was es eigentlich für ein Pump Gin ist. Ob das jetzt irgendwie so. Okay, Gurgles kommt, super, ist okay. Der dicke Michi. So, da bleiben wir jetzt Achso, schon drin, die oder? haben ja hier, die haben ja Namen von, also Dicky Michi ist ja hier von Willi Kerle, ne? Sollen wir einfach den Hut Ute? Hä? Aber in Hutu-Ute? Können wir. Und die fangen? Ja. Ja, komm. Wobei, Der wird jetzt naja. wahrscheinlich. Alter, getankt. Eieiei. Wie ein Gott tankt er das einfach. Arsch. Du weißt, es war ein Crit, Mann.
Der lebt einfach wie ein junger Gott. So, dann jetzt Defogen. Genauigkeit nicht zu übersehen. Das heißt Tailwind. Schwanzwind? Wait. Nee, Rückenwind. Ach, schade. Defog heißt einfach nur Defog. Bravefell heißt braver Vogel. Geil. Und Roos ist Schlafplatz. Noch größerer Fan bin ich davon. Electros, der ist nämlich schon Giga Dynamax übergegangen und hat den Move Giga Abfluss. Ach ja, okay. Das klingt so wie der Giga Dynamax Move von Deponitox. Deponitox, ja. Giga Abfluss. Wäre ich schon großer Fan von. So, default, go. Es war jetzt clean, dass der kommt, aber. Sollen wir jetzt einfach mal auf Roost gehen? Können wir. Und mal scouten, was er jetzt so machen will. Ja. Aber der könnte uns halt toxic, ne? Wäre halt wieder doof. Ja, sollen wir jetzt diesmal Hakamo gehen oder was? Weißt du was, ich hätte mittlerweile würde ich doch sagen, dass wir lieber hätten einfach kaum einspielen sollen aufs Two-Bad. Einfach nur für den Special Fuß. Naja. Also, was machen wir denn jetzt? Lass erstmal roosten, oder? Ja, let's go. Wenn die Rooks kommen, gehen wir auch wieder auf Defog oder so. Wobei. Also sollen wir doch vielleicht lieber in Dreadnought, falls die Rocks kommen. Ja, dann ich will halt eigentlich nicht Dreadnought getoxigt haben, tatsächlich. Ich nicht? So live ob toxic ist doch geil. Ich glaube, da sehe ich mich eigentlich. Wir können auch wieder in den besten D-Pick gehen. Aber ja, dann ist halt die Hut-Ute gechippt. Ja, wir haben ja immer noch die Hochleistungsstiefel. Können wir jetzt mal in Rocks rein, so ist nicht. Ja, okay. So, zieh durch. Jetzt wird jemand mal ein Kappa. Ich würde jetzt einfach so absol. Let's go. Einfach mal die Dancen jetzt, oder? Wo einfach den Spermann nimmt, Marker. Also mit Electros leben wir auf jeden Fall noch eine Runde. Was? Also der kann uns burn und zwei Ice Beam können uns nicht killen. Electros. Ah, du meinst es, okay. Aber der wäre halt geil, wenn der noch ein bisschen voller wäre. Ja. To be honest. Geh ich aber mit. Ich will. Aber was wollen wir denn entsorgen? Wollen wir wirklich Linoon abwerfen, weil halt Dings... Nein! Dabei... Nein. No. Na, dann müssen wir halt Electros, die anderen Sachen machen keinen Sinn. Wait. Kannst du meine Heatwave von Suvet kalken? Boah, fast. Willst du jetzt Wuppet reinwerfen? Nee. Ich dachte jetzt halt irgendwie, dass ich Murkrow abwerfen, da ins Zubett gehen und Hitzewelle drücken. Wenn die dann nochmal Rocks legen, ist super scheiße. Ja, wenn wir jetzt aber direkt mit Zubett reinkommen können und einfach durchgehen, das wäre insane gewesen. Aber geht halt schlecht. Ja. Abbiegen 11. Na, geh einfach von Electros, oder? Jo. Das ist halt jetzt einzige Möglichkeit, wo wir jetzt nicht einen Mon werfen. Und jetzt? So, Flamethrower oder Giga Drain? Ich bin für Doublen. Ja, Double wäre auch eine Idee, da hätte ich einen Dreadnought rein. Ich bin für. Ja,
Ich bin für Doublen in auf Probable Pass. Jo, geh ich mit. Dreadnought, go! Warte, 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 warte. Überlebt Dreadnought im. Ja, also im Als ob Icebeam die lebt. Mr. Rhyme abwerfen, mal for real. Also Icebeam lebt der auf jeden Fall noch richtig gut sogar. Lol. 28 bis 32 macht er nur. Ja, der hat man so auch OP. Denn der war meint, wir resisten ja auch, Lul. Habe ja ganz Ja, vergessen, eben. dass wir sind ja Gestein, Warum bist nicht du so Bullen. kacke? Verstehe ich nicht. Ja, lass den Dreadnought gehen. Jo, Dreadnought. Wenn sie jetzt auf Freestyle gehen, haben sie uns halt hart gefickt. Dann gönne ich dir den Sieg auch. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. Also, wenn jemand jemanden Sieg gönnen, einen Sieg gönnen würde, what the fuck? Ah, warte mal, die könnten jetzt halt auch in Land holen, ne? Die könnten jetzt halt auch in Land holen. Könnten sie theoretisch machen, das stimmt schon. Aber Eine jetzt hast du ja Land? Drain oder was? Aber, ne, warte mal, Wenn Land wir holen. können ja auch Gene Simmons gehen und dann Parting Shotten. Oh, nee, das ist nicht so weit. Aber nee, lass schon mit Dreadnought, denke ich mal. Jetzt ja bitte den Voluminas, bitte, bitte, bitte. Weil wir könnten ja theoretisch auch Erdbeben haben. Eben. Und wenn sie drin bleiben, wissen wir, dass die Schuka. Lassen wir die Erde beben, wie Leute die Erde beben lassen. Genau. Top-Vergleiche hier am Bienen. Filzen. Das ist doof jetzt gelaufen. Nee, ist doch voll geiles Matchup, Mann. Hut Sehe ein Uta? Problem. Hut Uta und Roosten? Ich sehe ein Problem mit dem Matchup nicht. Ich finde es voll geil. Jo, let's go. Lass einfach mal. Oder einfach Was ist Brave denn das? Burden. Gegen Volu wenn er Voluminas reinkommt, ist doch geil. Wie heißt denn das Vieh? Auf Englisch. Gurgeist. Gurgei. Gurgeist. Der war wieder so müde. Super. Gurgeist super gegen Tretnaf. Die Wollen machen wir 52. kurz darüber reden, dass wir jetzt die Aufnahme jetzt schon wieder seit 30 Minuten läuft und noch nicht ein Mon verreckt ist? Echt? Nice. Nein, nicht Hutute. Sollen wir direkt rausdoublen in Fettsacknasenkopf oder so? In wen? Fettsacknasenkopf, einfach mal Nasty plotten. Oh, Subben, dann will uns vielleicht Toxic mit dem Probopass, dann können wir Nasty plotten. Wenn wir jetzt in. Oh. Für mich sehe ich gerade voll. Ich sehe das gerade voll. Die gehen jetzt 100% in Voluminas. Hundertprozentig. Ja, aber der geht dann halt auf. Denkst du, der wird auf Toxic gehen, anstatt auf Volt Switch? Ja, klar. Okay, von mir aus können wir probieren. Wenn der jetzt. Jetzt kommt Shadow Claw, fick Mal dich for doch. real, es geht bei uns in der Tabelle eh um nichts mehr. Wir können jetzt probieren, ob wir noch einen geilen Zuwild-Sweep hinbekommen oder nicht. Der dicke mich. Warum sind denn die? Okay, na, meint. So, jetzt wieder raus. Lantern finde ich halt irgendwie nicht so. Finde Lass ich mal halt. nächste plotten, oder Kappa? Hey Leute, let's go. Der will jetzt eh Ja, was skalten. machen wir jetzt? Der will jetzt eh skalten. Lass nächste flotten. Genau. Überleben wir Volt Switch plus. Nein, hundertprozentig nicht. Warte, ich will nachgucken. Zu Bett. Oder jetzt macht er wieder so einen auf. Jawohl, Ich will die Alter. Paybacks. Der fickt uns einfach. Nee. Also überleben wir nicht. Nein, tun wir nicht. Und ist kalt? Den überleben wir. Wie Aber gut. auch. Wenn der uns nicht hört, können wir danach noch subben. LOL. Lass mal nächste plotten. 59 bis 70. Lass mal nächste plotten. Let's go. Oder wir lassen es.
Was willst du denn jetzt rein? Was willst du denn jetzt drücken? Ja, viele Optionen haben wir ja nicht, ne? Wir können halt wieder in Electros gehen. Ja, eben. Und der will eh nur low, müssen ja mal ein bisschen offensiver spielen. Ja, aber das sollten wir ja Wir trotzdem jetzt nicht haben gerade unsere 80, Umwelt wegnehmen. 8 bis 9 Runden haben wir gerade wirklich nur geswitcht, ne? Ja, haben wir. Wir können auch irgendwas sacken jetzt. Also, um Safe-Switch zu bekommen. Aber das sehe ich irgendwie nicht so. Können auch in Hakamo gehen. Oder wir hätten einfach Core-Mind auf das Ding draufgepackt. Jetzt Core-Mind mir insane. Na, was würdest du denn machen? Ich will gerade Legend Nasty plotten, ich habe gerade einen Megabock. Nein, ja, Junge, der stirbt einfach. Hey, nee, wenn der skaldet nicht. Der scoldet doch nicht. Warum sollte die Watchfish ist so free? Halt legit so Ach free. so, Entweder ja, okay. bekommen wir Advantage oder die killen uns. Dann Warum sollten die würde ich was spawnen? throwen. Dann würde ich Legend was zu, was throwen. Weil wenn wir den Vorteil durch den Research bekommen. Wenn wir jetzt hier irgendwas reinschicken, dieses Spiel Electros, kommt einfach wieder. Keine Ahnung, kommen wieder Pro Pass oder Knocker oder whatsoever rein. Ja, lass Lai nun, oder? Nein! Die Lai nun! Wen denn sonst? Ute, Ute. Junge, wenn der dann Rocks legen, sind wir halt legit Wir tot. sind legit tot, aktuell. Rocks jucken gerade kaum. Na dann, gehen die Hute Hute. Ja, so gut, Ude. Ist aber immer noch unser drittbester Killer, ne? So, jetzt Ja. müssen wir noch was reinholen. Ich glaube, Landon ist bei denen ja der beste Killer, ne? Abonniert Schuhlecker. Ja, klar. Ja, hört Wen denn einfach. so, wen soll man denn sonst abonnieren? In YouTube Deutschland aktuell. Leon Mascher. Geil, den sehe ich. So. Hä, ich hab, hast, muss mal drücken, weil ich hab schon gedrückt auf jeden Fall. Ja, die müssen doch erstmal wechseln, Junge. Ach stimmt, ich bin behindert. Dann soll die mal wechseln, bitte. Ich hab wenig an Dark Side. Tja. Mark Merowick. Merowak, da drückt mir doch easy weg mit Schwarmstolz, oder? Wenn er nur Full KP ist, dann ja. Als ob der jetzt groß defensiv sein wird, die mal jetzt pressuren. Ich hab mir so auf was Scheißiges gehaftet ist gerade. Ja, aber der braucht ja seinen Knochen, oder? Stimmt, ja. Johann, lass in den. Oh, lass in Dreadnought gehen, oder? Lass den Dreadnought gehen und Jawlock drücken. Können wir maken, aber wenn der jetzt, wenn die jetzt auf EQ gehen, dann ist Kacke. Aber okay, können Dann wir. Okay. ist halt eh over, aber scheißegal. Ja, let's go, Jaflok. Alter, Jaflok! Fick ihn! Oh, jetzt haben wir uns selbst getrappt, Lul. Ja, jetzt trappen wir uns selbst. Und wenn wir dann gleich down sind, gehen wir direkt ins Bett. War schon auf jeden Fall so.
Ups. Ganz kritisch. Okay, let's go weiter für Joe Lock. Oder? Wir können gerade jetzt nichts anderes machen. Also mal rocken. Nein, wir wollen den Damage. Eben. Jetzt verstehe ich, warum Jawlock so kacke ist. Und man es nicht spielt. Ja. Warte. So, Fettsack Nasenkopf, oder? Wo wir Gene Simmons und drücken einmal Parting Shot. Oh Leute, wir können jetzt den Kill mit Gene Simmons mit Linen abstauben. Ja, aber warum, die bleiben ja nicht drin, oder? Bleiben die drin? Warum sollst du mit dem 18% Girlgeist drin bleiben? Wenn Und die auf Ergebnis spielen? selbst wenn noch. Als ob du jetzt groß auf Ergebnis spielst, sie müssen doch nicht mal groß auf Ergebnis spielen, oder? Ja, doch, dann können auch die können noch Zweiter werden. Ja, okay. Ja, da können wir trotzdem irgendwas knockoffen. Oder wir können heute Spotty Slam drücken, wenn das dir lieber ist. Wenn was Paran. Vielleicht. Ja, dann. Wohin darf wir doch in Fettsack Nasenkopf und sweepen jetzt aber. Ja, lassen wir mal. Also machen wir nicht. Jo. Fettsack Nasenkopf? Ja. Okay. Jetzt werden Shadows die Kacke, ne? So. Sub oder nächste Plot? Oder Heatwave? Kriegen wir noch eine Chance gegen irgendwas anderes zu setupen? Wahrscheinlich nur gegen Probo Pass, ne? Ja. Wie viel macht denn von unseren Vieh? Gegen ein Danturn. Eieiei. Viel. Ja, dann was? Nasty plotten. Jetzt kommt einfach Dunkelklau und killt uns. Oder Phantomkraft. Na, dann können wir ja subben drauf. Und da wieder. Easy. Bist du jetzt auf dem Subben? Können wir mal tryen, wir haben ja eh die Lefties. Okay. Wie viel macht gegen. Warte mal. Probo Pass. Special Defensive. 40%. Auf, so wie aktuell ist die Heatwave oder wie? War nur Ne, wir 40. können. Ja, die macht. Die macht jetzt auf plus 4, 41 bis 49. Wenn der So. komplett desbedeff ist. Okay, ja. Und Wall Switch macht um die 50. Mal so Heatwaven können wir auch, also killen wird er uns da nicht. Aber Ja. Toxis wäre halt Kacke. Ja, wollen wir erstmal subben? Wir Ja, können, der ich killt würde uns ja schon. dann trotzdem nicht. Der killt uns ja Eben. gesubbt haben nicht. Jetzt wird bitte einfach toxic, bitte, du jetzt einfach toxic. Bitte, bitte, bitte. Das wäre zu genial, wenn jetzt du am letzten Spieltag aber nochmal sweepen Halt übel lustig. würde. No joke. Ich hab dir ja gesagt, dass die das Pumpchen aufheben. Ja, sorry, Mann. Nein. Aber sie können uns Verblasste. verblasste. Ja, Was tun aber sie? die haben mit dem Crit abgefangen, easy. So, die werden doch jetzt 100% damit rechnen, dass wir auf Sub gehen, oder? Ja, oder die machen umgekehrte Psychologie. Es ist halt eine reine 50-50, Wir ganz können auch nochmal blöd. subben, so ist nicht. Und Wir die können haben aber auch Lefties. Scarf sein. Ja, das wäre jetzt kacke, aber dann sind wir eh ein bisschen gearscht. Jo. Also Sub, Weil let's go. vor allem, guck mal, wenn du den ihr Team so anschaust, also ihre Reihenfolge ist absolut das allererste. Ja. Warum? Die sind safe, Scarf. Also kann ich. Haben wir ja richtig viel gemacht jetzt schon mit Zubat. Einmal genässt die Platte und einmal gesubbt. Easy. Ja.
Dann sind wir einfach trotzdem Heatwaven. Ja, mach. Die sind safe, Scarf. Killt Heatwave? Sollte. Absolut. Also auf plus 4 halt so. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann. Zubat. Ja, war klar. Okay. Hakamo und Setup. Das würde legit noch. Ja, gut. Ja, mach halt. Oh, nee, wait, wir gehen jetzt auf Tox? Nee, wir gehen doch nicht auf Tox. Wir gehen nicht auf Tox. Nein, nein, nein. Wir gehen auf Dragon Dance. Okay. Auf so ein Toxic, weil ich hätte das Gürgeist schon gerne Toxic. Ja, eben genau deswegen. Deswegen wollte ich Toxen. Weil mir klar war, dass es ja passiert. Wie macht ein Dragon Tail? Nicht so viel, wir können trotzdem Dragon Tail nur drücken. Hau sie raus. Peng. So. Er ist Tox, oder? Ja. Why Drain Punch? Weil wir wären halt fast wieder voll, ne? Nee, die werden wieder in Dings gehen. Könnt ihr auch, wir könnten euch auch rausgehen, Electros. Einfach T-Boten. Nee, die haben noch Lantern. Und Knocker. Schade. Ich hasse Pumpgen. Aber man muss auch mal für real sagen, was ich am Anfang gar nicht so gedacht hätte. Dieser Defensivcore aus Pumpgen, Voluminas und Lantern ist krank. Ist er das? Ja, der ist krank. Hör mal. Dann lass jetzt in Jenny Simmons gehen. Oder? Ja, können wir machen. So, knock offen einfach. Ja, also, wir kommen halt nicht weiter. Die können halt, die Bases sind halt die ganze Zeit zwischen ja. Dings jetzt noch hin und her. Das Parting Shotten oder so. Ich sehe jetzt einmal, hast du ja wieder nochmal Synthese drücken, deswegen bin ich halt lieber Knock offen. Ja, mach. Na, die haben halt keine Beere mehr, ne? Ja. Ja, okay, sag mal so. Mit und ohne Beere ist ja eigentlich recht egal bei Colberberry. Du machst ja genau ja gleich viel. Na, das bringt ihnen aber jetzt nichts, wenn zu recovern, weil die halt immer mehr Giftschaden bekommen. Eben. Da kriegen wir irgendwas genockt. Ich bin. Ich würde sagen, wir gewinnen es jetzt noch so 3-0, oder? Ja, definitiv. Body Slam Pacher. Let's go, sollen wir? Nee. Wäre jetzt schon stark so, in den letzten 3 Spieltagen 5-0 verloren, 6-0 gewonnen und jetzt nochmal. Jetzt mal naja, auf haben, wir, haben wir unsere Differenz wieder ausgeglichen. Muss so. Uiuiui. Na, lass am Kakamu gehen. Auch oh, schon noch ein Parting-Shot. Genau. Na, Kakamu und dann machen wir gleichzeitig den Double in. Oder auch nicht. Ach, machen wir nicht. Ja, Double können wir jetzt ja schlecht, ne? Ja. In der V-Switch. Jetzt gehen sie in Mr. Rhyme.
Lol, wie hast du das predicted? Weiß ich auch nicht. Bin ein Genius. Jetzt erstmal die Dancen. Ja. Aufs Spaß. Jetzt lässt er nicht mehr so weit rauszuhören, wir losen jetzt eh 6-0. Wir kriegen da gar nichts mehr gekillt bei denen. Kannst du ja mal fragen, ob sie uns auf Line nun einen Kill schenken. Uns einhaben. Kannst du ja mal nachfragen. Hast du das für so einen halben Roman oder was? Klar. Jo, jetzt hast du nicht mehr so weit rauszuhören. Einfach. Ja, es ist Medias Abwehr von meinen Gene Simmons gehen, dass wir vielleicht mit dem nur knockoffen können. Vielleicht sind sie ja cool. Vielleicht. Müssen wir uns verdienen, sorry. Sorry, Na dann. Bruder. Na dann, Parting Shot. Jo. Geh ich mit. Dieser Kackscarf, ne? Sag mal, sehr weiß nicht unbedingt so, dass man es nicht gerochen hätte, aber. Ja. Ja, man hätte jetzt auch in Medias rausgehen können, aber wir hätten halt nicht setupen Ja, können. wir hätten keine Chance mehr bekommen, den hochzubekommen. Von daher Ja. war halt logisch, dass sie irgendeinen Scarfer mitnehmen, die ja schneller ist dann halt als unsere Schnellenmons. Wow. Hier einmal Giga-Drain. Jetzt kommt Pumpchin, lass Flamethrowern. For real? Denkst du? Ja. Was im Giga-Drain, wir sind ja eh schneller. Wenn ich schon als Pumpkin, heißt, können wir auch einfach Flamethrowern danach. Ich sehe jetzt nicht den, ist da keinen Grund, dass wir jetzt nicht auf Giga Drain gehen. Na, dann mach. Natürlich, Mann. Ja, moin. Verpisst euch doch. Rindo-Berry. Gegen was denn? Gegen den Giga Drain. Oder gegen Kotomi! Genau. Leafstorm! Gegen Leafstorm, Kotomi. Jetzt Flamethrower, Kappa. Oder? Geh ich. Ich bin echt Flamethrower gerade. Das holen wir noch. Easy. Jetzt hauen wir noch alles mit etwas zu weit runter, dass wir gleich mit Gear noch 6 Kills holen. Easy. Ja. Alter, fickt mir ihn jetzt weg. Jetzt T-Boten. Sowas von, oder? Was holen die jetzt rein? Das wieder Giga Drain. Ja, stimmt eigentlich. Ja, Dwayne, let's go. Ja, stimmt, den killen wir halt einfach. Jetzt T-Bolt oder Giga Drain? T-Bold. Okay. Gehen wir noch? Scheiße. Okay. Ja gut, jetzt kommt absolute Scheiße. Ah, das ist Hätten. unfair. Mal for real.
Ich würd mir gern auch eine Dinger haben, wie viel Damage eigentlich die einzelnen Monster bei uns im Team gedrückt haben. Ich wette, die letzte ist einfach auf Platz 1. Hätten weniger Dragon tailen sollen, legit. Na, auf den Naja. Turn. Oh, ja, auf diesen Wies Da wahrscheinlich einfach wären Dragon wir tailen aber sollen. gestorben oder so, weil wir dann Burn 6% haben. Naja, los, drück irgendwas. Ist Wurst. Ja. Ich meine gerade gegen das Voluminas, als es drin war. Auf den Wies-Switch einfach Dragon tailen. Achso, ja. Erste Counter, let's go. Das Parting Shot. Fuck. Den Kill hätten sie uns eh noch geben können. Echt? Ja. Das war fies. Wir hätten auch einfach mal das Pumpgen critten können, das wäre auch verdient gewesen. Jo, sollen wir jetzt eigentlich jetzt so zum Ende von der Season mal kleines Team-Resümee machen, oder? Das können wir in einem extra Video noch machen. Ein paar und die Keks. So, was will ich nochmal ein extra Video machen, jetzt aber nochmal hier hinten ranhauen. Von mir aus können wir auch jetzt machen. So, das aber der Rest noch nicht drin, ne? Also der Spieltag jetzt. So haben wir denn Killrangliste. Mensch, Platz 5 und Platz 5. Wait, ich gehe auch kurz mal ins Dokument rein. Richtig professionell hier. Ja, ich bin schon ganz stolz auf unsere beiden Jungs da oben. Also ich will jetzt einmal kurz hier quasi einmal runtergehen, oder? Also quasi so vom S runter ins vom S runter ins D. Vom A runter ins D, okay. Vom A in Electros, war unser First Pick, ne? Wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich so das Mon bei uns im Team, was so den meisten Damage gedrückt hat, ne? Naja, der hat halt so ein bisschen nervig. Du leckst wieder? Der war halt nervig für alle, ne? Hat so Ja. ein bisschen rumgepivotet und so ein Zeugs. Der hat richtig schön rumgepimmelt. Ja. Ja, ich fand ihn halt schon so echt geil, ne? Aber wie viele Kills haben wir, hat der? 9, genauso wie Kamein. Ja, okay. Hätten mehr sein können, aber egal. Ja, hätten mehr sein können. Ja. Dann kommen wir zu dem anderen Mon, was auch 9 Kills hat, und zu Deadnought. Und den finde ich, der war im Teambuilding halt einfach zu geil. Wir hätten es wahrscheinlich besser ausspielen können, immer Ja, mit dem. hundertprozentig, hundertprozentig. Allein erster Spieltag hätten wir mit dem wahrscheinlich auch schon so 3 Kills oder so holen können. Ja, vor allem hätten wir nicht Parting Shot gedrückt. Ja, eben. Das meine ich ja gerade damit. Wenn wir alles besser Ja. ausgespielt hätten. Wir hätten ja öfters mal ein paar kleine Braindeads, ne? Aber vor allem im ersten Kampf. Das Ja. war richtig schlimm. Der zweite auch, wo wir das Grabox abgeworfen haben. Warum haben wir Hey, das jetzt getan? nee, for real. Den haben wir nicht mal so, haben wir nicht mal so vorhin, haben wir zwei, das waren 2% Unterschied beim Rotom am Ende. Das Rotom hat vom Gegner nur 2% im zweiten Kampf. Das haben wir jetzt nicht groß weggechoked. Das war einfach knapp am Ende. Egal. Swoobat, der war. Da ich das halt wirklich alles, also wirklich alles so gefühlt in der Unlicht-Prio hat. Also in jedem Team war irgendwas mit Unlicht-Prio, konnten wir ihn halt echt nicht oft mitnehmen. Na, das Ding war halt einfach, dass wir defensiv gedraftet, nie immer zu, weil wir wollten immer noch defensiv, die wir halt hatten, nehmen. Und dann hätte halt zu viel Offensive nie reingepasst und der musste dann halt leiden. Und daher war der nicht so cool, nicht so Der besonders stark in unserem Team. wär cool gewesen, wenn wir irgendwas mit Justify dazu gedraftet hätten. Es ist halt genauso wie Grill Cheetah, der ist halt, musste halt auch so immer. Der hat halt auch immer so Probleme gehabt da. Jo. Ja, next one. Miss Mages, der war nicht. Wie oft war der dabei? 5 Mal oder so? Nee, so oft nicht, oder? Ich glaub, also ein paar Weiß Mal auf jeden nicht. Fall dabei. Nur ein paar Mal, naja, vielleicht glaube 3 oder 4 Mal. Also, ja, auf jeden Fall. Der war eigentlich ganz geil, finde ich persönlich. Weil es nichts so krasses, aber der war eigentlich ganz cool. Ja, Halt so als war okay, Ghost-Type, ne? ja.
Wir hätten halt wahrscheinlich den auch öfter mitnehmen können. Ja, das auf jeden Vor Fall, allem jetzt aber. hätten wir jetzt halt nicht rumgemimt. Ja. Gerard und so. Mit Dinger. Wollen wir nicht irgendwie in dem Kampf jetzt gerade Kotomi, also wenn wir jetzt noch Kotomi oder Funky Fire bei gehabt hätten, wäre so komplett anders gerade gewesen, aber egal. Ja, hätten wir jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwie rausnehmen, dass wir gemimt haben und so, nur wir hätten halt deutlich bessere Sachen jetzt noch mitnehmen können. Ne? Also wir hätten Eben. halt, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen geschielt, ja, Geradax, der. Machst du nichts, also. Naja, Egal. weil wie gesagt, es ging absolut um nichts mehr bei uns. Ja. Komm Und mal. Weil der kann nichts machen, so. ja. Jo, aber wenn wir gerade schon bei den Monnen sind, was besser hätte, was man aber hier mitnehmen können, Regice. Ja. Den ich persönlich auch vor allem in den letzten Kämpfen so nicht schlecht fand. Ja, Und den hätte vor man allem auch deutlich öfter mitnehmen können. Regigas Wehr. Ja, hätte man legit öfter mitnehmen sollen. Hätten wir, ja, hätten wir Chocos Blast gedrückt und Ja. Eisbeam auf Der das Radikal, hätte hätten wir legit den halt einfach einfach, gewonnen. der hätte den weggesweept, ja. Ja. Dann kommen wir noch Golchita, den wir auch öfter mitnehmen können, der aber halt vor allem gegen Seine und Flashies mega aufgeblüht ist. Hat er nicht Ja. auch irgendwie 3 Kills oder so geholt in dem Game? Oder mit Minimum 2? Und ich glaube, der hat nur 3 insgesamt, oder? Er hat nur 2, aber die sind beide aus dem Kampf gegen Seine und Flashy. Ja. Folglich, das war der einzige Kampf, in dem Golchita wirklich abgerissen hat. Und der gegen das Team mit Raschel. Der war auch noch voll geil dabei. Stimmt, ja. Gegen Drachenkeule. War der auch richtig geil dabei. Ich gucke gerade hier so unten, welche Punkte. Lulex? Mautzinger. Sachen, die keine Kills gemacht haben, ne? Das ist krass. Hat Mautzinger wirklich keinen gemacht? Mautzinger hat kein Wolverock Tag hat kein Pampyro und Ditto haben keine gemacht. Voltenso auch keinen, ist Voltenso, krank. Amaldo. Ditto, lol. Wolverock Tag. Galagia, lol. Nein, das tut weh. Wir wollten Also. noch nur Kill. Ja. Jo. Dann, würde ich sagen, wir zu unserem Star-Player-Tier, und zwar das C-Tier. Und zwar Flunky von Kotomi. Die fand ich legit bei uns im Team eigentlich so fast am besten. Vor allem Jo. eben Kotomi, der war Hätten wir so ein ja. bisschen mehr Bulk Offense gespielt, ne? Mit so an Tabla. Ein bisschen die. Also, Oh, im das wäre Nachhinein. so geil geworden. Oder hätten wir halt auch einfach legit Chartrago gepickt als Ja, so im. ganz am Anfang. Der ist So. ja übel spät weg. Oder Ja. Gewaltro oder so. Ja. Ich stell dir mal Wäre so vor. gut geworden. Ich will jetzt hier nicht Fitiamo haten, statt Fitiamo irgendwas Defensiveres. Ja. Oder halt generell defensiv. Und Plitiamo. So, dass der halt. Dass wir halt nicht da. Wir haben halt nie Damage-Probleme gehabt, sondern wir haben Probleme gehabt, Mit irgendwie Sachen zu hacken. Switchins. Oh, Sichlor wäre geil Ja. gewesen. Das ist auch nicht Aber weggegangen. unser C-Tier, das war schon Heat. Ja, Dann haben die also. am Anfang alle Eldegoss Ja, also Eldegoss, der war ja komplett insane. Also, my for real, der ist auch so mein gehatet. absolut. Ein Leafstorm. Der ist so mein absoluter Star-Player in der Season, my for real. 3 Kills hat der gemacht, der hat getankt wie ein Gott. Gegen Flashy, ne? Also, ja, das gegen Sengo und das gegen Hundemon. Das sind wahrscheinlich die beiden Momente, die mir wahrscheinlich so am meisten im Gedächtnis bleiben werden aus der Season. Holy shit. Wie der einfach, wie sich einfach denkt so, ich bin jetzt hier ins Pokémon, aber so Flamethrower, nö, juckt nicht. Ja. Der juckt einfach nicht. Ja, Aber aber noch unser. Geradax, der, ja, dem Ja. war auch ein bisschen falsch ausgespielt haben, vor allem im ersten Kampf. Im ersten Kampf eine Ist mir Runde gerade Knockoff. aufgefallen, ne? Den hatten wir im ersten und im letzten. Hey, im ersten Kampf, in der ersten Runde mit Linun einfach Knockoff und wir haben kein Problem. Jo, wir hätten es legit gewinnen können. Also. Ja, das hast du Ja, eigentlich aber dran. wir hätten. Ach, das war so dumm. It hurts, it Absolut dumm. hurts, it hurts. Jo, und dann Stell noch dir mal das. vor, wir hätten einfach genockt und hätten dann den Gepa. Parting Shot Hey, gedrückt auf nee. dem. Direkt auf dem Shot, der in uns drin Nachher ist. haben wir ihn einfach geteawaved. Oder was wir immer noch dabei hatten. Wir einfach geraindanced, einfach instant Kamalma und einfach durchgehen. Rip.
Und dann, ich glaube, wir waren, ich könnte mir echt vorstellen, dass wir so ziemlich so ein Team von denen waren, die D-Tier am meisten benutzt haben. Naja, ja, Kamo und Kramox waren halt. Midiras war ja so oft dabei. Holy shit. Das mit Bomadama hat mir schon wehgetan. Dass er Wie, einfach von ja. Palim getrappt wurde. Um mich nochmal zu zitieren, als ob der uns jetzt einfach unser Bomber dann perish trappt. Jo. Leute, wir haben Hab uns ich das, mir auch gedacht, Alter, halt eher wir haben jetzt. uns diesen Kampf, als wir da in München waren, nochmal angeschaut. Also, sehr, halt nochmal die Live-Aufnahme. Wir mussten in diesem Moment beide sehr lachen. Es war einfach dumm, Wobei ich in als dem Moment ob kacken der war. Paris trappt. Ich weiß doch ganz genau. Akku, wenn du das hörst, bist kein Ehrenmann. Absolut nicht. Aber, ja. Dann Kramux, der auch sau oft dabei war und eigentlich auch echt gut Work gemacht hat. Vor allem eben auch gegen Drachenkeule. Aber Ja. drei Kills oder so gemacht hat. Absolut insane, der Junge. Wo war. Also mal for real, der war unser zweitbester Killer. Drachenkeule war der Kampf, der. Drachenkeule war so ein weirder Kampf einfach. Aber einfach erstmal alles mitgethrowt, dann kommt plötzlich Gritschita und Kramux, die einfach irgendwie noch irgendwas rausreißen. Wenn von ihm was als 1-0 oder so. Das war so ein weirder Kampf, ne? Ja. Wie genau war ist er am Ende eigentlich ausgegangen? Mal kurz. Ja, Gegen 1-0. Drachenkeule? 1-0 haben wir Ja, verloren. ja. So ein unfassbar weirder Kampf. Ja, Ja. das stimmt. Dann eben Medirass, der einfach cool war so. War ich sehr großer Fan von. Und ich bin auch glücklich, dass ich dich davon überzeugt haben, überzeugt habe, dass wir den picken. Weil ich ihn einfach cool finde. Hat zwar ein bisschen weh, hat zwar offensiv ein bisschen weniger gemacht, als ich gehofft habe. Defensiv aber genau das, was ich wollte. Ja. Oder was wir halt wollten. Ja, aber für mich ist bei der Leitung einfach der tragische Held. Im ersten Kampf, in der ersten Runde. Falsch, voll unschön und falsch Move gedrückt bekommen. Und ja. Dann Ich allgemein find's die einfach. Kill. Dann im zweiten Kampf, da sind dreimal dabei, ne? Im ersten Kampf, die Party-Shot-Sache. Im zweiten Kampf, zwar das komplette Game am Ende rausgeholt, aber auch kein Kill gemacht. Und im letzten Kampf auch nicht mehr groß irgendwas gemacht. Wobei der gegen wen war das? Gegen Magnatar und Pi war der halt auch unfassbar geil am Ende. Wie er da einfach noch dieses Kugelgenock oft. Stimmt. Das war gut. Das war Wo wir einfach keine Ahnung hatten. Alter, was machen wir? mein Schneller, wir Giardax-Moment. müssen jetzt so und so. Ich glaube, das war unser Peak-Moment. Das, ja. Nee, unser Da Peak-Moment war mussten das Kind. da. Unser Peak-Moment war eigentlich das Kind Drachenkeule. Nee, Atmu meine ich. Atmu, als wir 12 Runden vor Ende komplett alles durchgeplant hatten. Das war Genau. der Wir Peak-Moment. machen jetzt das und das. Und vor allem hat alles auf. Ja, alles aufgegangen, Mann. Alles. Und mein Unaware Brain Dead in dem Kampf. Mit dem wir fast Fechamo verloren hätten. Easy. Jetzt stell dir mal vor, wir drücken da erst Dash und dann kommt das Galopp und drückt einfach Play Rough und killt uns. Jo. Ja, aber Leute, ja, mal sagen, Ende der SML-Season. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wie stand man am Ende 6? Wie stand man am Ende 5-6, oder? 4-5, oder? 4-5. Ja, stimmt, 4-5. Oder nur 9 Kämpfe. Fazit: Sind wir Übrigens, zufrieden mit uns? ja, also ich bin tatsächlich recht zufrieden für unsere erste SML-Season. Es ist ja erstmal, als wir so eine Meta gespielt haben. Genau, also ich hätte jetzt auch gesagt, hätte es schlimmer kommen können. Hätte Mal besser sein können, schauen, aber auch wie schlechter spielt sein können. Atmo im letzten Spieltag. Ach stimmt, der spielt gegen Pi und Magna da, ne? Ah, gegen die letzten, ja gut. Kann sein, dass wir noch Sechster werden. Weiteren. Wait, wir müssen mal schauen. Habt ihr alle Kämpfe in der SNL-Plays? Schon mal ganz Oh, doch, kurz. nee, warte mal, wir können auch noch hinter Eislimo und Nick Zist kommen. Geht auch Die noch. uns am ersten Kampf wegen Paaring schon ein bisschen mitgeflext haben. Können auch noch Siebter werden. Ich würde es mal durchgehen. Also dieser Kampf jetzt, also diese Aufnahme jetzt ist bei 1 Stunde 4. Dann gegen letzte Woche das 6:0 gegen die Hexer war ein 39-Minuten-Kampf. Beim Kampf davor bei dem 5-0 Lose war 1 Stunde 17.
Gegen Atmu 54 Minuten. Gegen Drachenkeule 1 Stunde 3. Gegen Sein und Flashy 41 Minuten. Echt, der ging nur so kurz? Ja. Geil. Ja, der war ja jetzt nicht mal so. Also, der war ja jetzt auch eher einfach nur Grillcheater. Grillcheater und Kramux. Ja. Dann gegen, wie waren das? Stern Soziales. Wer waren das? Wer waren die nochmal genau? Das waren. Das waren die ersten Sirio und Eliki. Also, erster Win. Gegen. Nee, wait. Das war gegen. Ah, das war gegen Pio und Magnadra. Das Ding mit Giardax, der war gegen 40 Stunden. 40 Stunden, ja. 40 Minuten. Gegen. Gegen. Symptom Schlaganfaller, der gute Name. 47 Minuten ge und dann beim Auftakt gegen Hetzo und Netze 54 Minuten. Folglich, wir hatten keinen Kampf unter 38 Minuten. Ja, läuft doch, oder? So lobe ich mir das. Aber Leute, das war SML hier auf dem Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr die ganze Playlist mal durchgucken und uns die Brainnets angucken. So muss das. Macht einen Counter. Ja, der Konter, der hätte einfach easy funktioniert, wenn wir die Pampiro bei gehabt hätten. Oder wir hätten jetzt einfach am Ende irgendwie gar kein Item auf dem Dorf gehabt, wenn wir den Knockoff getankt. Vielleicht irgendwie. Also So. die hätten einfach wahrscheinlich bei denen überhaupt Debatte, dass die Papier. Haben wahrscheinlich einfach beliebt, dass wir Konter auf Dinger. Ich will jetzt halt Barakiefer sagen, wobei das halt so null hinkommt. Ich denke jetzt einfach Rikadax. Ja, das sind recht ähnliche Namen. Und dann ist halt Linoon. Und ich Ja. habe Barakiefer in der UET, also entschuldigt's mir. Aber Leute, der erste UET-Kampf ist ja auch rausgekommen. Habt ihr ihn schon geschaut? Ey, ja, also auf jeden Fall, wenn ihr Du willst es wollt. jetzt noch extra ziehen, damit du mehr Werbung schalten kannst. Ja, easy. Nee, Okay. ich wollte ja schon abmachen, hast du reingefunkt, du Wichser. Demonetarisiert würde ich. Also, Leute. Wenn ihr nochmal Bock habt, schaut nochmal die ganze Playlist durch, die war geil. SML war cool, danke an Tabasco und den Rest, dass wir mitmachen durften. War ziemlich geil so. Und wir freuen Und uns, wenn wir vielleicht. ist es Season wieder mitmachen dürfen. Genau. Ach, wenn wir dann nochmal ein cooles Team-Logo brauchen, glaube ich. Vielleicht haben wir gar nicht unbedingt Ich mit mehr. glaube, Mit welchem Team wollen wir wir teilnehmen? haben starke Konkurrenz. Die anderen Teamlogos waren alle cooler. Ja, Aber folglich jetzt müssen wir unser, es mal aber reinhauen. unser Name hat da wieder einiges Ah. rausgebracht. Wobei, Leute. Aber wir brauchen ein besseres Logo. Leute, ich muss mal kurz. Einmal ganz kurz. Einfach nur, damit wir hier nochmal Teamlogos haben, wie wir das nächste Season brauchen. Das Teamlogo, was ich letztens für eine Privatdraft hier gebaut habe. Da kann man kennen schon, und zwar das Team Corona-Sknet, Alter. Leute, schaut euch dieses Teamlogo mal an. Das hat. Musst aber zwei machen. Ja, dann. Nee, dann baue ich schon was. Aber Leute, schaut euch dieses Logo an. Es ist insane. Schaut euch diesen Atemschutz an. Schaut euch diese Augen an, die sehr weird mit Paint aussehen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit SML zum 8-mal Abmod oder so. Bis zum nächsten Video und ciao. Sag auch noch ciao. Verabschiede Tschüss. dich. Okay, ciao. Verabschiede dich.